Mit zunehmender Trockenheit steigt auch die Waldbrandgefahr. Was viele Menschen nicht wissen, die meisten Brände könnten vermieden werden. Nur etwa 5% aller Waldbrände entstehen durch natürliche Ursachen, wie etwa einen Blitz. Einer EU-Statistik zufolge sind 9 von 10 Bränden auf menschliches Handeln zurückzuführen. Neben Brandstiftung ist es vor allem die Unachtsamkeit der Waldbesucher, die ein Feuer auslöst. Das bedeutet aber auch, dass viele Brände durch richtiges Verhalten vermieden werden können. Hier ein paar Vorsichtsmaßnahmen, die dazu beitragen, dass es gar nicht erst zu brennen beginnt. Wer mit dem Auto zum Waldspaziergang anreist, sollte unbedingt auf ausgewiesenen Parkplätzen mit Schotter oder einer Teerdecke parken. Denn der Katalysator eines Fahrzeugs erhitzt sich stark und kann so trockenes Gras entzünden. Außerdem ganz wichtig, die Autos so abstellen, dass keine Durchfahrtswege für Rettungskräfte blockiert werden. Offene Feuer und Grillen ist in Wäldern generell tabu. Wer in Waldnähe grillen möchte, darf das nur auf ausgewiesenen Flächen. Der Grill sollte dann auch kippsicher aufgebaut werden und er sollte auf festem, nicht brennbarem Untergrund stehen und das in sicherer Entfernung zu Waldflächen und Buschwerk. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn starker Wind weht. Auch wenn es nicht erwiesen ist, dass weggeworfene Glasflaschen mit Brennglaswirkung einen Wald entzünden, so sollte generell niemals Müll im Wald zurückgelassen werden, unabhängig von der Waldbrandgefahr. Zu einer der wichtigsten Vorgaben gehört das Rauchverbot für Waldbesucher, das vom 1. März bis zum 31. Oktober gilt. Auch sollte man niemals aus dem fahrenden Auto eine Kippe werfen. Die Glut könnte einen Böschungsbrand auslösen, der bei Trockenheit schnell übergreift. Wer einen Waldbrand bemerkt oder ihn womöglich selbst ausgelöst hat, sollte erstmal Ruhe bewahren und dann nur bei kleinen Flammen selbst einen Löschversuch unternehmen. Etwa indem die Stelle mit Sand oder Erde abgedeckt wird. Wenn sich das Feuer ausbreitet und ein Löschen nicht mehr möglich ist, muss schnellstmöglich unter 112 die Feuerwehr gerufen werden. Dann ist es vor allem wichtig, genau zu beschreiben, wo der Brand ist. Dafür gibt es neben GPS im Mobiltelefon auch sogenannte Rettungspunkte im Wald. Das sind fest montierte Schilder mit weißem oder auch grünem Kreuz, die Koordinaten ausweisen. Bei einem Brand sollte der Wald so schnell wie möglich am besten seitlich zur Windrichtung verlassen werden. Wer kann, bewegt sich dann am besten in einem Bereich mit wenig Vegetation. Wie hoch die Waldbrandgefahr in der jeweiligen Region ist, lässt sich am Waldbrandgefahrindex ablesen, den der Deutsche Wetterdienst während der Waldbrandsaison täglich aktualisiert. Auf einer Deutschlandkarte sind die Gebiete in 5 unterschiedlichen Farben eingefärbt, je nach Gefahrenstufe. Je dunkler die Farbe ist, desto höher ist das Waldbrandrisiko. Bei der höchsten Stufe 5, die dunkelrot ist, dürfen Wälder gesperrt werden, da schon ein winziger Funke reicht, um einen verheerenden Waldbrand auszulösen.